So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Selfvlog kann man sozusagen sagen. Das muss ich mal kurz entsperren, außerhalb der Kamera natürlich. Heute, da mir nichts anderes eingefallen ist, machen wir heute mal ein What's on your phone? 24% Akku sind auf meinem Phone. Das kann man schon mal anmerken. Ja, habe ich mal irgendwo gesehen. Auf YouTube hier das wunderschöne Hintergrundbild. Ich mag das süß hier. So, zum ersten Mal, was ist auf meinem Handy? WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Kamera, das ist so die erste Seite, die ja Google ist das erste, was auf meinem Handy so aufploppt, wenn man das entsperrt. Ja. Ist so die Seite, die ich eigentlich meistens benutze, das ist und eigentlich bin ich selten woanders auf diesem Handy, sind halt YouTube vor allem. Ein schöner Kanal. Meine Videos. Ja, relativ Resident Evil lastig gerade in dieser Zeit. Ja, Instagram, Twitter brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Kennt man, was das ist. Snapchat muss ich auch nicht zeigen. Messenger könnte man zeigen. Nee, kann ich nicht zeigen, weil da sind die ganzen Kontakte drin. Das sollte er natürlich nicht sehen. Das ist dann privat. Aber mit dem Messenger könnt ihr auf Facebook direkt Nachrichten schicken. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Jetzt wird es spannend hier schon auf der zweiten Seite. Ein bisschen mehr. Ask.fm, das ist etwas unbekannter. Das kennt nicht jeder, das ist. Da kann ich mal reingehen, vielleicht. Frage des Tages: Was ist der beste Ort für ein erstes Date? Keine Ahnung. Das verwende ich gerne. Zum Beispiel, ich habe es schon mal für ein Animal Crossing-Dingens verwendet. Kann man gute Videos mitmachen mit den random Fragen oder kann man eben auch folgen und. Da kann man auch selber Fragen erstellen. Die Frage ist von mir. Herr der Ringe oder Back to the Future? Der S-Planer, also der Kalender, Play Store, Uhr, Galerie und sowas ist als Standard. E-Mail, Rechner, Kontakte und so weiter. Das ist nicht wichtig. Google Plus ist sowieso immer drauf. Das ist. Entweder habe ich es installiert oder es ist von selbst drauf, aber ja. Wichtig ist hier Random It. Das dürftet ihr auch vielleicht einige von euch vielleicht kennen. Das ist hier für meine Random Let's Play. Lange nicht mehr gemacht. Random Let's Play, das könnte ich mal wieder machen. Haben es hier zwischengespeichert? Nein, habe ich noch nicht. Euch ja lange nicht mehr zockt. Ja, guckt darauf auf meinem Kanal durch, dann findet ihr Random Let's Play. Es ist wird damit entschieden, welches Let's Play komplett zufällig gespielt wird. Eine Erfindung von mir. Fotocollage ist natürlich auch ist eine Standardsache. Relativ. Ja, reicht für nötigen Sachen. Für so Collagen kann man hier was noch dran kleben und dort. Ja. Wisst ihr Bescheid, wie es läuft. So, dann gibt es hier noch Pixel Lab, auch so eine Bild-Text-Bearbeitungsding. Ist gut für Memes. Kann man hier
gut Memes drauf schreiben oder ab und zu mal zum Beispiel ein Thumbnail draus machen, wenn es halt zu einem Special oder sowas hier 40 Abonnenten Special, 50 Abonnenten Special habe ich glaube ich sowas gemacht, da kann man hier einen Schrift eingeben und das Ganze schön gestalten. Die kann man so zack Text gestalten, kann man auch was zeichnen hier. Sehr kreativ. Ja, kann man sich frei austoben hier. Jetzt wird's interessant. Hier ist nochmal versammelt hier Random It, Instagram, AskFM und sowas. Aber hier unten, hier in der Zeile, seht ihr Gaming Wallpapers. Das ist dort könnt ihr euer Lieblingsspiel so eingeben. Minecraft und dann kommen da unendlich viele Hintergrundbilder. Und da ist auch das drin, was ich hier als Hintergrund habe. Zack, Pokémon hier. Wunderbare Sache, also hier sieht man es nochmal, ist nochmal ein bisschen weniger Dings drauf. Ja. Dann gibt es noch hier die drei letzten Sachen, die ich vorstellen wollte. Hier unbedingt Pong, hatte ich glaube ich schon mal als letztes Test. Spiel für die Langeweile, also wenn dann wirklich nichts zu tun ist mit mal. Oh, hier, das habe ich schon mal für ein paar Parts, für zwei Parts habe ich das durch mal gemacht. Mario 3D Land und Animal Crossing habe ich das mal gemacht. Da kannst du hier so Text reingeben. Und dann Zwerge. Vorlesen lassen und dann klingt das so lustig. Hat, glaube ich, Sturmwaffel auch schon benutzt für ein paar Minecraft-Videos. Ja, kleiner Gag für den Mann. Und Distrains, das muss ich jetzt nicht öffnen. Pocket Pixel Horror, das habe ich schon mal in 4 Parts als Let's Test gemacht. Fand ich ganz interessant, ist mal eine andere Art von Horror. Ist und bleibt natürlich Horror, ist jetzt nicht der klassische Horror, Resident Evil-like, dass du da ballern musst mit einem Maschinengewehr. Also Monster abschießen musst du da nicht, aber es ist ein bisschen ein edlerer Horror, um es so auszudrücken. Und mir hat es gefallen, muss ich mal unbedingt mal wieder spielen als Let's Test. Muss mal ein Part 5 raushauen. Ja, was haben wir hier noch? Nicht viel Interessantes. Standardeinstellungen und Standardsachen, so Flipboard und sowas. Radio nie benutzt. Zalando. Schrei zurück oder schick. Schrei oder. Schrei vor Glück oder schick's zurück, so rum war's. Keine Werbung. Ja. Bitte, das sind alles Voreinstellungen hier. S-Voice. S-Voice ist das Gegenstück zu OK Google. Was bei mir nicht funktioniert. Muss schon, glaube ich, in Google sein. Da muss ich hier mal was googeln und dann OK Google. Wer ist Zwergenfürst LP? Nein! Zwergenschrift. Naja. Mich kennt man auch nicht. Wer ist Gronkh? Wikipedia sagt, Gronkh ist ein deutscher Webvideoproduzent, Computer- und Videospielejournalist, Computerspieleentwickler, Synchronsprecher, Musiker und Unternehmer. Auf jeden Fall. Ja, das zu meinem Handy. Und was ist in meinem Handy?
What's on my phone. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr konntet irgendwas mit anfangen. Da habe ich mal was für zwischendurch, was ich da reinhauen kann. Wenn ich mal nichts zum Hochladen habe. Auf jeden Fall. Dann sage ich, ihr habt euch wohl, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut drinne, man sieht sich.